Hallo und willkommen zurück zu Stellaris. Es wird jetzt gekriegt. Wir haben unsere Truppen repariert. Die werden wir... die werden nicht von Energie aus darüber springen können, sondern die werden wahrscheinlich von da aus das machen müssen. Aha. Ja, ich meine, das sollte ja fix gehen. Das kann natürlich jetzt auch das Ende bedeuten. Muss man halt auch klar sagen. Wenn ich jetzt irgendwo... anecken sollte. Construction complete. Construction. Ja, gut, aber die haben ja sowieso noch da über. Da ist eigentlich nichts zu tun. Wüstenwelt, das dauert noch. So, die sind angekommen. Dann werden wir jetzt hingehen und sagen, ja hier. Der Tag, an dem das Urteil über euch gesprochen ist, rückt immer näher. Im Vergleich zur Flottenstärke ist überlegen. Flottenkapazität ist überlegen. Technologiestufe ist ebenbürtig. Okay, dann sollten wir vielleicht noch einen Moment abwarten. Da haben wir ja auch einen Spaceport. Wormhole stations are built on the outer rim of a system, molding minute tears in space-time into two-way portals to other stars. Ingenious. Dann machen wir das hier auch noch. Raumhafen bauen. Bauen wir da zusätzliche und die werde ich dann nochmal zurück. Dann müssen wir noch ein bisschen warten, dann stocke ich erst noch auf 40 oder sowas. Zurück. Vielleicht kriegen wir auch noch... Forschung. Ja, das sind 31 Monate, wahrscheinlich nicht. Debris analyzed. Jawohl, Forschungsschiff hat nichts mehr zu tun. Inglidi. System erkunden. Research complete. Verteidigungsplattform. Verteidigungsstation. Ingenieurlabor. Da könnte man noch mehr vor. Aber hier die Panzerung klingt gut. Massenbeschleuniger. Das ist die erste Stufe von den Dingern. Machen wir mal bessere Panzerung. Construction complete. Das Ding ist fertig. Ach, okay. Da müssen wir jetzt einen reinstopfen. Nehmen wir den.
Wäre natürlich dann auch irgendwie gut, wenn man den Raumhafen ausbauen könnte, aber... Keine Ahnung, wie man den dann baut. Wahrscheinlich muss man ihn erst erforschen. Ich weiß es nicht. System Survey complete. Ach, da unten hatten wir ja. Moment, dann schicken wir den direkt dahin. Ja, unsere Truppen, es wird langsam, aber wir haben immer noch genug Geld, um das zu bezahlen. Construction complete. Unidentifiziertes Reich, aha. Ja, da haben wir keinen Governor mehr für. Ja, die haben jetzt zwar ein Gebäude abgeschlossen, aber... Kann man erstmal nur abwarten. Evading hostile fleet. Ach, die können, weil das keine zivilen Schiffe sind. Ja, schade, dann können wir da nicht forschen. Bin keine Gebäude mehr am Bauen. Evading hostile fleet. Ach ne. Okay. System Survey complete. War auch nicht so spannend. Ups, das ist der falsche. So. Wir sind noch bei plus 9. Evading hostile fleet. Construction complete. Mäh. So viel dazu. Der kann noch da erkunden. Aber ist auch ein Ding, dass der Computer die nicht platt macht. Also, naja. Okay, da haben wir Korvetts abgeschlossen. Flottenstärke überlegen. Überlegen, Technologie ebenbürtig. Na gut, aber wenn die nicht gerade an dem Planeten sind. Construction complete.
Noch haben wir Geld. Jawohl. Kann keine weiteren Armeen unterstützen. Okay. Dann müssen wir vielleicht da auch noch rekrutieren. Noch 21 Monate. Wir können mal gucken, ob wir hier nochmal irgendwo Gebäude bauen können. Die sind quasi voll. Ne, da ist, die sind noch am Wachsen da. Die brauchen Nahrung. Machen wir das mal so. Aber bauen müssen die nichts. Bei denen lohnt es sich auch nicht, was zu bauen. Also natürlich, dass die hier die Teils mal clearen können. Das kann man ja mal machen. Haben die zumindest was zu tun? Machen wir auf Schnellste. Ja, Rekrutierung beendet. Construction complete. Ja, da ist auch nicht viel. Ah, die haben eigentlich sowieso ja, macht keinen Sinn. Okay. Was sagen die jetzt? Die sind sowieso zusammen. Construction complete. Negativ. Ach so, weil die jetzt außerhalb meines Dings fliegen. Okay. Die sollen natürlich in den Orbit. Ja. Thank you.
Construction complete. Nee. System survey complete. Okay. Chilep. Na super. War jetzt auch nicht der Hit. Zurück. Construction complete. So, wir sind bei minus 1. Construction complete. Okay. Jetzt müsste ich aber hier dieses Dings starten. Die Großflotte. Flottenkapazität plus 35%. Die werden jetzt alle nochmal mergen. Die sind jetzt unterwegs und ich mache immer noch Plus. Das passt also. Flottenkapazität ist mit diesem Ding ebenbürtig. Wunderbar. So. Die springen erstmal dahin. Wenn da gleich ein paar von explodieren, ist sowieso das Energieproblem beseitigt. Construction complete. Bauen. Damit haben wir jetzt auch kein Material mehr. Okay, dann ist jetzt der Punkt der Wahrheit gekommen. Wir werden euch jetzt den Krieg erklären. Here is something that you perhaps didn't know.
Wenn wir jemanden den Krieg erklären, müssen wir unserem Feind und etwaigen Verbündeten auch darlegen, was der Zweck des Konflikts ist. Diese Kriegsziele legen fest, welche Art von Forderungen wir während Friedensverhandlungen forcieren können. Diese Forderungen können von der Abtretung von Orbitalstationen bis hin zur Vasalisierung reichten. Wenn wir dem Feind diese Ziele präsentieren, erhält er die Gelegenheit, angemessen zu reagieren. Er könnte sofort aufgeben, ein Gegenangebot und Waffenstillstand anbieten. Oder aber für seine Interessen bis zum letzten Mann kämpfen. Oder eben zur letzten Frau, zum letzten Sporenpilz, zum letzten halbintelligenten Pflanzenfresser. Dies herauszufinden, macht einen Teil des Spielvergnügens aus. Zur Erklärung eines Kriegsziels ziehen Sie es aus der Liste und legen Sie es auf Ihrem Reich oder einer beliebigen Verbündeten Reich Ihrer Wahl ab. Planet abtreten. Ja, will ich haben. Planet befreien. Jörg Knoteng, die Unabhängigkeit gewähren. Alle Planeten, die in einem Krieg befreit werden, bilden ein neues Reich mit derselben Gesinnung wie der Befreier, fordert, dass der Planet von einer Angriffsarmee besetzt ist. Kriegspunkte kosten. Die zusammengefassten Kriegspunktekosten der ausgewählten Forderungen sind zu hoch. Mindestens eine der ausgewählten Forderungen kann nicht gestellt werden. Okay. Dann schauen wir mal. Feindliche Flotten. Forschungsschiff, Forschungsschiff. Ist alles. Die haben halt hier so ein Verteidigungsgeschissel. Überfahren wir zuerst das. Dann müssen wir... Das heißt, meine Leute sterben auch nicht, was eigentlich gar nicht so gut ist, weil ich kein Geld habe. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch teuer werden. When armies are ordered into space, they automatically embark on these transport ships. Make sure to protect them, since they are quite defenseless. Okay. Dann die schicken wir gleichzeitig dahin. Und ich guck mal, ob ich auf den Planeten irgendwie noch mehr Geld produzieren kann. Auf dem nicht. Auf dem ja. Nahrung brauchen wir nicht dringend. Thank you.
Da ist nichts zu machen. Da habe ich kein Material mehr für. Okay. Dann schauen wir uns das hier mal an. Wobei, die haben sowieso nichts, womit die sich verteidigen können, oder? Es macht wahrscheinlich keinen Sinn, die anzugreifen. Fliegen wir direkt dahin. Hostile fleet engaged. Ja, anscheinend doch. Armee-Rekrutierung abgeschlossen. Ja, ist okay, erstmal. Situation log updated. Mhm. So, da können wir jetzt ein Forschungsschiff nehmen. Den schicken wir jetzt auf Passiv. Der kann sofort hier erforschen. Zwei K haben die. Zweitausendsiebenhundert. Okay, was haben die denn für Schiffe? Die haben Massenbeschleuniger. Deflektoren. Da müssen wir mal in den Schiffsdesigner gucken. Die haben Panzerung, Penetration. Dann werden die anderen auf Shield Penetration gehen, was natürlich ungünstig ist, weil unsere da also komplett falsch rum aufgebaut sind. Was sagt denn die Forschung? Das sind noch 15 Monate. Das ist das Forschungsschiff, das geht auch wieder zurück dann. Dann sollten wir vielleicht nicht angreifen. Sondern lieber zurückjumpen. Jetzt wissen wir jedenfalls, womit wir es zu tun haben.
Okay, ich guck mal hier rein. Haben wir hier irgendwo Waffen? Space Combat. Weapon Ties. Projectile weapons mass drivers hurt large projectiles at enemy vessels. They are analogous to giant electromagnetic cannon that can be fired at enemies, particularly blah blah. Mass drivers have shorter range than other weapons works are countered by the affordable armor hull plating that can fit it around a warship. Okay, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, aufladen müssen meine Leute gerade nicht. Oder fangen die hier an aufzuladen? Ja, okay. Aber das geht so schnell. Kommt doch! Wusch! Es kann natürlich jetzt sein, dass sie zu mir hinkommen. Müssen wir mal schauen. Ich kann ja jetzt, als ich das erforscht mit dem Verteidigungsplattform-Dings, ja, ich kann hier die bauen. Aufklärergeschwader. Aha. Waffenslots, Waffenslots. Was ist das denn? Das ist jetzt heavy jeweils. Was kann denn so ein Aufklärungsgeschwader machen? Trägergeschwader. Hangar. Ja, das ist natürlich ein bisschen... Ups. Durchschnittsschaden 13. Kostet zu viel. Ja, okay. Die werden jetzt... in die Station. Dann sollte ich aber jetzt hier auch gerade aufhören zu produzieren. Brechen wir den ab. Ich brauche auf jeden Fall die, nicht die Forschung, die hier unten. Und da muss ich alle umrüsten.
Construction complete. Ach, wir haben noch die, die Typen hier. Die schicke ich am besten alle dahin. Sind sie sicherer? Research complete. Okay. Blauer Laser. Wächterpunkte fällt, aber die hatten eh keine Raketen. Planetenbefestigungswiderstand. Physiklabor. Blauer Laser. Hat 3,7. Ne, Moment. 3,1. Nehmen wir einfach die kleine. 1,96 Schaden. Das ist aber, glaube ich, weniger als wir haben. Ne, 2, okay, dann machen wir das auf jeden Fall. Ich mach auf jeden Fall minus. Zwar nicht zu knapp. Da lässt sich nichts machen. Da auch nicht. Da auch nicht. Da könnten wir ein bisschen holen. Na gut, die sollen sich ja ein bisschen entwickeln. Aber wobei... Nehmt den da drauf, den da drauf. Wir kriegen immer noch genug Nahrung. Und ich mache noch minus 2. Sobald die in den Orbit eingetreten sind, mache ich wieder plus. Ja, plus 6. Da sind die Bösen. Ne, das ist ein Konstruktionsschiff. Warte. Gut möglich, dass der Rest dann auch gleich kommt. Wieso zu nah in einer anderen Station? Das war doch das. So. Jetzt zählt das erste Ding tatsächlich als Station schon, obwohl ich das nicht gebaut habe. Das ist ja mal super dumm. Das war der... Nee.
Wir haben noch zwei Slots frei. Ich weiß nicht, wer verstorben ist. Forschungsschiff. Der ist leer. Naja, okay, aber da brauchen wir auch nicht unbedingt einen. Das kann ich mir also erstmal sparen. Ich könnte einen für den hier anheuern. Physikforschung, Ingenieurforschung. Nahrung plus 10%. Ja, der klingt okay. Jawohl. Der ist auch irgendeinen Scheiß am Bauen. Construction complete. Das wird das für mehr Energie. Auch Wurmloch. Da, weg ist er. Research complete. Neue Forschung, da könnten wir jetzt eine aride Welt, Flottenkapazität. Lastkosten minus 15%, ah, das wäre auch interessant. Aride war aber, glaube ich, auch wieder so eine 0% Sache. Da habe ich gar keine irgendwo. 20%. Na. Machen wir mal die Flottenkapazität. Okay, die sind fertig. Die fliegen jetzt dahin. Wahrscheinlich sollte ich in Isius auch einen Hafen bauen, weil der ist, der am ehesten erreicht wird. 300, ja, machen wir das so. Dann können die sich besser verteidigen und dann kann ich die da lagern. Okay, das hier ist wieder weg. Verteidigungsplattform. Dann bauen wir da auch noch eine hin. Die können zusammen mergen. Das wird jetzt erstmal wieder wahrscheinlich teuer. Construction complete. Thank you.
Gut. Das hier ist, na, 7 Monate, aber das ist doch, 7 Monate ist ja nicht lang. Station under attack. Konstruktionsschiff. Und der will mich angreifen. Ja, der ist tot, bevor der... Oh! Evading hostile fleet. Okay. Zwei K. Ja, aber das ist jetzt das Problem. Sein Stack of Doom ist größer als mein Stack of Doom. Ich kann da jetzt eigentlich nicht viel machen. Innerhalb der 5 Monate würde vermutlich alles bei mir platt sein. Ich glaube, es ist sogar besser, die Zeit abzuwarten und dann meine Leute abzugraden. Statt die hier in den Tod zu schicken. Selbst wenn das bedeutet, dass dieser Planet hier invaded wird. Station under attack. Er ist natürlich direkt explodiert. Construction ship under attack. War vielleicht auch nicht der eleganteste Spot, da wegfliegen zu wollen. Ja, er fliegt wieder weg. Das war sinnlos. Station under attack. Wir sind von einem zuvor unbekannten Weltraum. Okay. Ja, hallo. Mögen die mich? Ja, geht so. Ja, weil die jetzt bombardiert werden. Drei Monate verbleibend.
Ich glaube, der kann sich nicht erlauben, die Station zu bauen, weil... ich dann zu wenig habe, um die upgraden zu können. Das wird Unmengen kosten. Zwei Monate. Haben wir einen, der Forschung ist? Ja. Ich meine, viel kostet das jetzt nicht. Kann man machen. 27. Damit sind wir bei einem. Ne, sind wir noch bei zwei Monaten. Ein Monat. Botschaft etabliert. Aha. 2700. Research complete. Yes. So, neue Forschung. Dreier. Dann nehmen wir die auch direkt. Wir gucken mal gerade, ob die noch genauso aussehen wie vorher. Die muss ich mir doch angucken können. Ja, die haben nur diese Pew-Pew-Dinger. Die haben natürlich Schilde, die sind ein bisschen doof. Damit habe ich jetzt 9 Panzerungen. Okay. Verbessern. Das kostet nichts. Ich verstehe aber auch nicht, wie viel das kostet. Wie lange das dauert. Ah, doch. Eine Weile dauert das. Construction complete. Gott. Ja. Wenn das so ist, können wir aber auch dort zusätzliche Truppen bauen.
Die sind ja am aufgebessert werden. 7%, das dauert. Wir hatten auch, das hier, Wüstenwelt. Na, da müsste ich aber dann... Da könnten wir auch noch. Da könnten wir auch. Da oben wird schon nichts passieren. Unten, der wäre schon schön. Aber da jetzt ein Koloniechef zu bauen, ist ein bisschen... Da habe ich keine Zeit für. Ah, machen wir noch schneller. Ich meine, hier passiert ja eh nichts. Sollen das bedeuten? I have important information for you. Der Bildschirm Kriegsstatus zeigt den aktuellen Status dieses laufenden galaktischen Konflikts an, in dem wir verwickelt sind. Die Leiste Kriegspunkte ist eine allgemeine Darstellung des militärischen Erfolgs beider Kriegsparteien relativ zueinander. Eine detaillierte Aufschlüsselung der generierten Kriegspunkte wird darunter angezeigt. Aha. Okay. Da fehlt mir so ein bisschen die Übersicht, wer mit wem im Krieg ist. Das gab es bei Civilization halt ganz nett. Da hatte man halt eine direkte Übersicht, wo alle gegeneinander gestellt wurden und gezeigt wurde, hier so und so weit. Okay. Der fliegt auch darüber. Wie steht's mit euch? 23%. Ruinam, drüber. Aha. Mhm.
Was? Wo sind denn die hin? Sie wieder zurück. Aha. Vielleicht wurden die jetzt auch angegriffen. Die haben aber jetzt da so ein Ding gebaut, was ich erstmal nicht gutheißen kann. Konstruktor. Hostile fleet engaged. Ja, aber das ist einfach nur dieses Ding und da. Kann natürlich sein, dass die da jetzt ankommen, um einfach meine kleinen Truppen zu zerschnetzen. Construction complete. Bau abgeschlossen. Ebenbürtig. Hostile fleet engaged. Ja. Ach so, die waren jetzt. Das eine war nicht mehr so kritisch. Dann bauen die jetzt tatsächlich ein Kolonieschiff. Und dann hole ich mir auf jeden Fall unten den schon mal. Hostile fleet engaged. Evading hostile fleet. Da sind sie. Kurve nicht mehr. Den einen kann ich retten. Hostile fleet engaged. Das war vielleicht nicht so klug. Hostile fleet engaged.
Was? Shit. Das ist natürlich dumm, die sind jetzt alle tot. Tschu, 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 alle tot, ja. So viel zu meiner Übernahmetruppe. Aber man kann hier leider jetzt nicht sehen, wer schon geupgradet ist und wer nicht. Ich muss dieses Gate zerstören. Die haben alle nur Panzerung 3. Dann macht ihr das anscheinend mit einem Schwung. Das ist natürlich doof. Station under attack. Science ship under attack. Na gut, der ist auch sofort tot. Nebilitius. Okay. Jetzt sind die nicht mehr am Arbeiten. Wir haben jetzt hier die Schiffe. Meine haben nun einen Militärwert von 29. Ist jetzt auch nicht so doll. Research complete. Blauer Laser. Neue Forschung. Forschung unterstützen. Mhm. Naja, 5% ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Na, nehmen wir mal das. Station under attack. Prozent sind die. Aber die hier ist fast fertig. Und wenn ich das Ding kaputt mache, dann hängen die fest.
Ich müsste eigentlich... Ach, die haben hier den Raumhafen schon zerstört. Die greifen jetzt da mein Dingen an. Station under attack. Ich habe keine Zeit, um da... Okay, doch, passt. Na, das ist aber wieder voll. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Ja, ja, ja. Die werden wahrscheinlich gleich zurückspringen, um ihr Gate hier zu besiegen. Beschaffung von Alien-Exemplaren. Der Direktor des Museums für Exobiologie auf Materia hat uns gebeten, um ihm einmal mehr lebendige Alien-Exemplare zu beschaffen. Diese Kreaturen wurden auf erkundeten, bewohnbaren Welten gesichtet, sind aber schwer einzufangen. Dazu wären für einen längeren Zeitraum sämtliche Ressourcen eines Forschungsschiffs notwendig. Wir werden diese Exemplare beschaffen. Situation Log updated. Xomba wurde zu... Was? Ja, jetzt haben die mir das geklaut quasi. Dafür war mein Kolonieschiff gedacht. Shit. Der fliegt jetzt ernsthaft dahin. Okay, das muss ich auf jeden Fall. Die Truppenkapazität muss als erstes her. Evading hostile fleet. Ja, sehr clever, Jungs. Ja, und ich sehe, dass ich schon längst hätte einen Schnitt machen müssen. Dann mache ich das jetzt. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, wie wir die hier abgewehrt bekommen. Bis dann!